Bams. Hallo? Und warum bleibt Großvater nicht drinne? Was geht hier vor? Wir bringen den Gefangenen zu Imperator Phantomente. Bei allem Respekt für euch, habe nicht gesehen, wie sie in das Zelt gegangen sind. Weil sie offensichtlich ein unfähiger Trottel sind. Sie können froh sein, wenn ich dem Imperator nichts von ihrer Dummheit erzähle. Tut mir leid, bitte sagen Sie nichts zum Imperator. Okay. Wir müssen dem Imperator finden und ihm die Mondschildträne abnehmen. Man kommt übrigens angeblich an hinterherlaufenden Charakteren vorbei, wenn man sie anspricht. Das war auf jeden Fall, also sollte so gewesen sein. In dem Tempel, wo, ich blende euch das wahrscheinlich ein, in dem Tempel, wo wir von den drei Helden umlagert wurden und wo wir dann feststecken, das soll angeblich in der Anleitung stehen. Das ist keine gute Lösung, aber hier funktioniert es nicht. Okay, ich glaube, der Imperator ist, ich muss jetzt einen Umweg gehen, ansonsten lässt mich Großvater nicht in Ruhe. Fucking Großvater aus dem, meine Fresse! Und es ist natürlich nicht. Hier ist er, klar. Arr, ich bin richtig heiß auf den Kampf. Arr, dieses verdammte Elbenpack wird untergehen. Sie sollen doch sterben. Okay, okay. Der Plot meint, dass es jetzt doch so sein sollte. Dann ist der Imperator ja doch ein ziemlich komplexer Charakter. Seltsam, das Tor öffnet sich nicht mehr. Scheint kaputt zu sein. Vielleicht, weil wir verwandelt sind oder aber, weil der Plot das gerade so vorsieht. Ihr habt es geschafft, ungesehen zu entkommen. Sehr beeindruckend. Das war nicht schwer. Deine Soldaten sind nicht gerade die hellsten. Und warum weiß er das? Okay, egal. Gib uns die Mondscheinträne, sofort. Warum weiß er, dass wir es sind? Weil nur einer von uns die Rüstung anhat. Wenn ich sie euch gebe, was glaubt ihr, wird dann passieren? Ihr bringt sie zurück nach Feenthal und alles wird gut? Quack. Genau so war es gedacht. Eike, gerade du solltest doch wissen, dass es nie so einfach ist, wie es anfangs erscheint. Mein Sohn! Ach, jetzt geht das wieder los. Willst du mir jetzt etwa einen väterlichen Vortrag halten, in der Hoffnung, ich würde mein Vorhaben überdenken? Du hast ja nicht mal ein Facehead. Ich habe eingesehen, dass es dafür bereits zu spät ist. Ach, oh, Entschuldigung. Ach. Großvater, was tust du? Schnell, nehmt ihm die Mondschildträne ab und bringt sie nach Feenthal. Beeilt euch, er ist stark und ich kann ihn nicht mehr lange festhalten. Ich kann euch das Tor öffnen. Aber was wird aus dir? Wir lassen dich nicht zurück, niemals. Das müsst ihr aber. Macht euch keine Sorgen, ihr werdet eure Bestimmung finden. Ihr seid stark, ihr braucht mich nicht mehr. Großvater, Großvater! Geht, jetzt! Ich kann ihn nicht mehr lange festhalten. Kommt, wir müssen gehen und weniger lange reden. Passiert oft in Animes, die reden ewig, obwohl sie keine Zeit haben. Du nimmst die Mondscheinträne an dich. Und dann laufe ich einfach durch den Imperator durch. Und wie hat der Großvater jetzt das Zeug? Er hat nichts gesagt. Der Großvater Eike hatte das. Lurin hatte das irgendwie anders gemacht. Das war ein netter Trick. Quack. Leider war es dein letzter. Keuch! Ich kann fliegen! Hui! Mein Traum wird endlich wahr. Vom freien Schweben. Weißt du, Festus, als ich noch klein war, sagte ich mir immer. Sollte ich jemals meinen Vater finden, würde ich ihn festhalten und nie wieder loslassen. Jetzt kommt der Gag, passt auf. Röchel, mein Echtssohn! Das war nicht der Gag. Doch wie sich nun herausstellt, muss ich es leider doch tun. Das ist der Gag. Auf Nimmerwiedersehen, großer Festus. Quack. Mann, Imperator, es ist etwas Schreckliches geschehen. Die Gefangenen, Schluck, sind verschwunden. Sie sind nach Feenthal geflohen. Sie werden die Mondscheinträne für uns zerstören und der Schild wird fallen. Hä? Aber mein Imperator, ich verstehe nicht. Warum sollten Sie das tun? Du musst es nicht verstehen. Sind die restlichen Soldaten eingetroffen?
Wahrscheinlich will der Elbenoberälteste, wie auch immer der heißen mag, denn den Namen hat sich niemand gemerkt, die Träne als Waffe benutzen. Ja, gerade eben. Überraschung. Sehr gut. Sagt den Truppen, sie sollen Stellung beziehen. Das Schild wird bald fallen. Imperator sorgt dafür, dass die Männer bereit sind. Ja, mein Imperator. Ja, wie gesagt. Der Imperator des Imperators. Fiental. Hier sind wir. Großvater, ich kann nicht glauben, dass wir ihn zurückgelassen haben. Er hat uns alle gerettet. Denkt ihr, Großvater ist... Ich glaube, er ist gefallen. Ah, Fremus hieß er, genau. Festus ist tot. Der Menschenimperator hat ihn umgebracht. Nein, Großvater. Oh. Aber sein Tod war nicht umsonst. Er hat Fint... Moment, der sprach doch ganz anders. Aber sein Tod war nicht umsonst. Er hat Fintal gerettet. Ihr könnt stolz auf ihn sein. Lorin, wo ist sie? Das Imperium hat sie... Schluck. Sie wurde verschluckt. Erwischt und es tut mir leid, wir konnten nichts tun. Seufz. Langsam nimmt's Überhand mit den... Ich verstehe. Bitte, gib mir jetzt die Mondscheinträne. Sie gehört uns Elben. Jetzt gib sie ihm schon. Deshalb sind wir doch hier, oder? Du hast die Mondscheinträne an Fremus übergeben. Imperator Phantom Ente steht mit seinen Truppen vor Fiental, bereit um anzugreifen. Bereitet euch das keine Sorgen? Da die Mondscheinträne zurück im Fiental ist, müssen wir uns um nichts mehr sorgen. Wie meinst du das? Weil das Schild aufrecht steht. Tut mir leid, aber ich muss noch einiges vorbereiten. Ihr dürft bis alles vorbei ist hier in Fiental bleiben. Ich glaube, er ist böse. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dem Typen. Ich traue ihm nicht über den Weg. Und deswegen habe ich ihm die Mondscheinträne gegeben. Er ist ein Elb. Ist da dieses Gefühl nicht normal? Gion hat recht. Er verhält sich seltsam. Wir sollten herausfinden, was er vorhat. Großvater, Großvater! Gut. Dann können wir jetzt erstmal versuchen, ins Baumhaus zu gehen. Das hat oberste Priorität. Abgeschlossen. Mit dem Dietrich können wir diese Tür öffnen. Jo. Prioritäten. Was? Aber die Tür lässt sich trotzdem nicht öffnen. Dankeschön. Ha! Ha! Wenn ich den zugenommen habe! Ich habe euch doch schon gesagt, hier kommt niemand rein. Und Menschengesinne, ihr schon mal gar nicht. Und jetzt erzählt euch. Grummel, sozusagen. Da kommt ein Häschen vorbei. Und auch tatsächlich hier auf der Map. Ja, das ist ja toll. Das ist ja ein toller Dietrich. Natürlich, was soll der Dietrich auch machen, wenn die Tür zugenagelt ist? So, auf geht's. Seht mal, da vorne eine geheime Treppe. Achso, von oben nach unten. Ein Cerberus. Okay. What? Und wir machen uns keine Gedanken darum? Na gut. Ach komm, so ein enger Raum ist das jetzt auch wieder nicht. Hier könnte wahrscheinlich auch eine Fledermaus fliegen. Wahrscheinlich kommt ein Eichhörnchen durch, ja? Hörnchen! Nee, natürlich nicht. Tja, wir haben leider noch nicht Telekinese gelernt. Gion! Moment, da bleibt nur noch eines. Wenn nichts mehr hilft, dann die Maske der Dimensionen. Nichts. Hä? Moment, Statue. Hä? Rechts ist Wasser. Moment. Aha. Wow, seht euch das an. Denn oben auf der anderen Map haben wir einen Weg nach unten gesehen, der hier irgendwie nicht vorhanden ist. Ein verborgener Weg.
Gut, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Irgendetwas an dieser Statue ist seltsam, Star zu berühren. Aha, eine Teleportationsstatue. Na gut, meinetwegen. Ein starker Erfahrungstrank. Gut, wird sofort eingenommen. Boop. Medaillon eurer Eltern. Dieses Medaillon gehörte euren Eltern und beweist eure Abstammung. Das ist ja doll. So, wo haben wir denn hier? Verbrauch. Gut, starker Erfahrungstrank. Jetzt sind wir viel mächtiger, ja. So, die Stacheln sind eingefahren. Jetzt können wir wieder auf die andere Seite. Das ist ja schon fast ein Dungeon. Was ist das hier überhaupt? Ein Wächtergeist und ein dreiköpfiger Wachhund. Jo, das ist ja ganz klassisch für so einen Elbenort. Die machen massiven Schaden. Und wir haben niemanden zum Heilen dabei. Das ist ja wie ein Holy Trinity, wo wir dann die falsche Entscheidung getätigt haben. Nämlich, Arvis haben wir Magie erlernen lassen und deswegen stirbt sie am Ende und wir haben keine Heilung mehr. Sondern nur in Form des Inventars. So ungefähr ist das gerade. Hm, du hast eine intelligente Entscheidung getan. Jetzt trete ich dir in den Arsch dafür. So ist das auch gerade hier irgendwie. Na, aus dem Weg. Ich werde nämlich nicht mehr leveln. Komm. Aus dem... Hallo? Würdest du dich mal bitte Nein. Einfach mal verzischeln. Dankeschön. Was habt ihr hier zu suchen? Dies ist das Herz des Schutzschildes, das Herz Feentals. Nur ich habe das Recht, diesen heiligen Ort zu betreten. Frimos, was spielst du für ein Spiel? Schach. Ihr Menschen, ihr habt es so weit kommen lassen. Wir Elben wollten nur in Abgeschiedenheit leben. Das Schutz... Doppelpunkt. Das Schutzschild ist sicher. Die Mondscheinträne ist wieder ein Feental. Es ging mir nie nur um das Schutzschild nur. Also, Muss wieder vorlesen üben. Die Menschen werden uns vernichten. Wir können das nicht verhindern. Nicht mal mit einem Schutzschild. Irgendwann werden sie das Schutzschild durchbrechen. Alle Elben in Feental töten. Wie... In 5000 Jahren mit einer Atombombe vielleicht? Euer Großvater hat den Samen für unseren Untergang gesät, aber ich werde nicht zulassen, dass die Prophezeiung wahr wird. Was hat er getan? Prophezeiung? Welche Prophezeiung? Eine alte Prophezeiung der Elben. Nur wenigen ist sie bekannt. Nämlich mir, ich habe sie mir letzte Woche ausgedacht. Die Liebe eines Elben zu einem Menschen, die Geburt eines Halbblutes, ein Reich geboren im Donner erhebt sich. Der Schleier fällt, das Halbblut bringt das Verderben nach Feental und den Elben den Tod. Phantomente. Phantomente. So ist es. Der Menschenimperator Festus und Dallas Sohn. Es ist Halbblut aus der Prophezeiung. So what? Als ich erfahren habe, dass Dala ein Kind bekommen hatte, ein Halbblut, schickte ich Männer los, um sie zu finden. Es ging um die Sicherheit von Feental. So wie das für mich klingt, hast du selbst die Prophezeiung erfüllt, als du Phantomentes Mutter hast töten lassen. Das stimmt! Er führt nur deshalb einen Kreuzzug gegen euch Elben. Du warst es. Das hast alles du ausgelöst. Du hast Feental mit deinem Wahnsinn in den Untergang geführt. Deine Taten werden uns alle das Leben kosten. Aber es kommt niemand nach Feental. Alles ist okay, wenn er jetzt sich dazu entscheidet, niemanden umzubringen mit der Macht des Steins. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Dank euch werde ich ganz Feental retten. Die Mondscheintrainer schützt uns schon lange Zeit vor Eindringlingen. Doch sie hat noch eine zweite Funktion. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Macht des dem Artefakt innewohnt. Die Macht, die dem Artefakt innewohnt, zu nutzen. Die Macht des Schildes kann mit Hilfe der Mondscheinträne kanalisiert und nach außen umgeleitet werden. Was faselt der da? Er will die Energie des Schutzschildes nutzen, um alles außerhalb Feental zu zerstören. Du bist nicht so dumm, wie du aussiehst. Die Macht des Schutzschildes ist so stark, dass Zerstörung bis in die imperiale Hauptstadt reichen wird. Die Macht des Schutzschildes ist so stark, dass sie irgendwann jemand überwinden wird und deswegen als Waffe benutzt werden muss. Was? Sonst haben wir ja keinen Plot. Was? Aber das kann doch nicht sein.
Glaub es ruhig, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen. Sind wir bald fertig? Ich bekomme langsam Hunger, ich muss noch einkaufen. Alles außerhalb Feentals wird vernichtet werden. Das werden wir niemals zulassen. Tausende Unschuldige werden ihr Leben lassen. Es gibt keine Unschuld außerhalb Feentals. Das war also der Grund, warum ältester Dalkin damals Großvater die Mondscheinträne fortbringen ließ. Er wusste, was geschehen könnte. Überraschung. Fremos berührt mit seiner rechten Hand das Herz des Schildes, in der linken hält er die Mondscheinträne. Du kannst hören, wie er unverständliche Worte vor sich hin murmelt. Was passiert hier? Dalk war ein Narr. Er wusste genauso gut wie ich, dass dieser Tag einmal kommen würde, doch er hatte Angst davor. Fremos, du kannst doch nicht alle außerhalb Feentals umbringen. Und wir tun jetzt nichts und stehen einfach nur herum, weil das eine Sequenz ist. Ihr könnt mich nicht mehr umstimmen. Es ist zu spät. Ich habe die zweite Funktion der Mondscheintrainer bereits eingeleitet. Wir werden dich aufhalten. Gion, da vorne, wir müssen das Herz des Schildes zerstören. Kommt und versucht es. Ich habe die verbotenen Schriften der Älteren studiert. Na, ganz toll. Es hätte allerdings auch nichts mehr gebracht, ihm das Buch wegzunehmen, denn er hat es ja bereits schon vor langer Zeit studiert, schätze ich mal. Ihr könnt mich nicht besiegen. Seht her, kniet nieder, denn ich bin euer neuer Gott. Okay, verbotene Schriften der Elben machen so etwas, na dann. Wunderprächtig. Auf geht's. Wir haben ja noch 10 starke Heiltränke, wir konnten aber schon ewig nicht mehr einkaufen. Seitdem wir zum Palast gingen, oder zur Burg, oder zum Schloss, oder wie auch immer ihr wollt, gab es irgendwie keine Heilungsmöglichkeiten mehr. Beziehungsweise Einkaufsmöglichkeiten. Was ein bisschen blöd ist. So, Wutanfall ist drauf, Stärkeschub ist drauf. Wenn wir jetzt Mehrfachangriff wählen, dann sollte der eigentlich bald fallen. Mal gucken. Ich werde derweile Gion heilen, denn 600 Lebenspunkte, ja, sollte okay sein. Denn der muss überleben, denn sonst sind seine Buffs alle wieder weg. So, und vielleicht auch ein Schutz der Wache drauf. Natürlich auf ihn! Jawoll! Es macht super viel Spaß ohne Lorin. Was ist das überhaupt? Dämonenvernichter, Menschenfeind... Es ist schon so eine Art von Dämon. Ich versuch's mal damit. Wobei es mehr aussieht wie eine Pflanze, aber... wird sicherlich keine sein. 9114. Super. Es ist also so eine Art von... Und da ist Alke down. So eine Art von Dämon. Toll. Wir sind alle so gut wie tot. Yay. Critical! Critical! Und was für ein Schaden! Seht, er hat seine Farbe gewechselt! Oh nein, ein Shiny! Seriously. Naja, Gion kann immerhin noch seine physischen Techniken einsetzen, ist also gar kein Problem, das affektiert ihn jetzt nicht so sehr. Und Daurus hat jetzt sowieso nicht so viel Schaden gemacht. Wozu ist er überhaupt da? Allerdings, ich werde nicht mehr lange... also mein Inventar ist bald geleert. Wenn das so weitergeht. Mal schauen. Haben wir irgendwas dabei, um Zustandsveränderungen abzuwenden? Ja, Denkublatt. Für Daurus, das sollte in Ordnung sein. Schaden reindrücken, Zustandsveränderungen... Ohne Lorin ist das wirklich ein ganz toller Kampf. Und wenn das hier nichts werden würde, dann müssten wir einen Spielstand laden. Wir müssten hoffen, dass wir einen Spielstand haben, wo wir noch einkaufen konnten. Vielleicht kann man in Feental einkaufen. Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht gespeichert. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ist Bums. Tun wir uns einfach heilen. Und einfach kämpfen, wir werden das schon irgendwie schaffen. Seht, er hat wieder seine Farbe gewechselt. This wasn't even his final form.
Und sein Farbwechsel heißt jetzt was? Ich weiß es nicht. Heißt es, er ist jetzt empfindlich auf bestimmte Elemente? Oder das komplette Gegenteil? Oder heißt es einfach nur, dass er mal tot ist? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wenigstens ist Eike schnell genug, um alle zu heilen. Mehr oder weniger, beziehungsweise um aufs Inventar schneller... Ganz toll! Um schneller aufs Inventar zugreifen zu können, als der Gegner seine Techniken spammen kann. Verdammt doch mal! Ja, so viel zu ist schneller. Obwohl, ja, der war ja schneller. Hat Daurus wirklich nur 1400 Lebenspunkte? Oh, shit. Also das sind seine maximalen Lebenspunkte, wenn ich es richtig sehe. Ja, Tatsache, da oben steht's. War das schon immer so? Der Eiker hat mehr. Dann werde ich zumindest ihn heilen. Falls er das jetzt überlebt, wenn nicht, hier daneben dich. Schutz der Wache! Wir haben das Spiel geschafft. Veredeltes Ambro... Warum bekommen wir jetzt noch Loot? Warum bekommen wir Loot? Gian, schnell zerstöre das Herz des Schutzschildes. Ach so, weil der Imperator noch angreifen muss. Gian, Vorsicht! Dead. Es ist jetzt vorbei. Gian? So stehen wir hier. Ich meine, hier ist doch nichts. Auf was wartet der Imperator? Sei still, Mann! Er genießt einfach nur die Aussicht. Was passiert hier? Jetzt halt endlich die Klappe! Tuschel, tuschel, tuschel. Es ist soweit. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Quack. Der Weg ist frei. Das Schutzschild ist gefallen. Soldaten, vergesst nicht, die Elben sind stark, aber wir sind in der Rübezahl. Kämpft niemals alleine. Beschützt einander und greift gemeinsam an. Die Elben werden ihre hoffnungslose Unterlegenheit erst erkennen, wenn es zu spät ist. Wir sind eins und ihr solltet meinen Führungsspruch, der euch in die Schlacht führt, niemals vergessen. Quack. Die Zeit der Elben ist endgültig vorüber. Ja, sterben sie jetzt alle bitte? Oh nein, das Schild, er ist gefallen, die Menschen greifen ein. Oh nein, das war der Letzte, der nicht nuschelt. Es gibt kein Entkommen. Quack. Wozu braucht man noch eine Armee? Schwächling. Quack, 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 quack. Hast du das gesehen? Den Elb einfach zerfetzt, aber hat er ihn noch nicht einmal berührt. Ich weiß gar nicht, dass der Imperator so mächtig ist. Aber du bist es nicht. Also sei endlich still und konzentriere dich auf den Kampf, wenn du deine Familie wiedersehen willst. Tötet sie alle. Quack. Das war eine heftige Explosion. War kurz weggetreten. Was ist passiert? Was ist hier nur los? Ich glaube, das Schutzschild ist zusammengebrochen. Wir müssen kämpfen. Die imperialen Soldaten sind bestimmt schon in Feental eingefallen. Das werden wir. Soll Phantom Ente doch kommen. Wir werden seinen Wahnsinn hier und heute ein Ende bereiten. Wir sollten den Imperator nicht unterschätzen. Er ist äußerst mächtig.
Oh, das ging schnell. Ihr hört besser auf Eike. Phantomente. Feenthal ist gefallen und ihr, meine Freunde, habt es ermöglicht. Eigentlich sollte ich euch mit Gold überhäufen. Quack. Du mieser Dreckskerl. Deinetwegen ist Lorin gestorben. Das ist das Allerschlimmste, was er heute tat. Und du hast Großvater getötet. Ach, das kommt ja auch noch dazu. Wie konntest du das tun? Er war dein Vater, dafür wirst du bezahlen. Festus, er hatte keine Bedeutung für mich. Genauso wenig wie das Elbenmädchen. Quack. Aber uns bedeuteten sie etwas, du kaltherziger Mistkerl. Du trägst sehr viel Zorn in deinem Herzen, junger Freund. Doch lass mir erzählen, was du schon Übles tatest. Du hast Leute um ihr Haus beschissen. Du bist eingebrochen. Du hast das Zeug von Leuten außerdem noch gestohlen und... Wir hätten noch viel mehr moralisch verwerfliche Entscheidungen treffen können, aber gegen die entschied ich mich ja. Aber wie dem auch sei, Feenthal ist endlich in meiner Hand. Deine Elbenfreunde waren schwächer als erwartet. Sie kämpfen wie Bauern und starben wie Ratten. Ich hingegen kämpfe wie eine Ente. Halt endlich die Schnauze! Wir werden dich vernichten. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich angelegt hast. Amüsant, aber ihr werdet gleich erkennen, wie schwach ihr doch eigentlich seid. Da ist er ja endlich. So, wie geht es uns denn? Wir sind zumindest voll geheilt. Das ist sehr nett. Wir müssen ihn jetzt mit dem gleichen Inventar bekämpfen. Na dann, auf geht's. Magischer Schutz der Wache ist was Neues. Erhöht die Verteidigung gegen magische Angriffe der Gruppe. Klingt gut. Das hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr gegen den Elbenältesten gebracht. Ups. Holy shit. Blitz heilt ihn, natürlich. In der Rüstung hätte ich das auch erwartet. Ihr seid wirklich stark, aber es wird euch trotzdem nichts nützen. Quack. Nicht er. Hallo? Natürlich geht's wieder daneben. Irgendwie wäre so ein Analysezauber echt nicht schlecht gewesen. Ich muss jedes Mal ausprobieren, was gegen irgendeinen Feind effektiv ist. Es ist so nervig. Oh yes, dankeschön Mehrfachangriff. Wir haben das Spiel geschafft, warum gibt es Loot? Schnauf! Ihr seid tatsächlich so stark, wie ich angenommen habe. Doch leider nicht stark genug. Was ist denn jetzt noch? Ihr habt mir gut gedient, aber ich brauche euch nicht mehr. Erhaltet nun eure Belohnung. Quack! Geschnatter! Ach, guck mal. Die gab's ja auch noch. Nola! Was hast du hier zu suchen? Ich sagte doch, du solltest den Zand auf meine Rückkehr warten. Ich hatte Sehnsucht nach dir, mein Gemahl. Außerdem wollte ich in der Stunde unseres Triumphes bei dir sein. Und du bekommst immer, was du willst, nicht wahr, meine liebste Nola? Um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass du gekommen bist. So können wir gemeinsam unseren Sieg auskosten. Zu einer köstlichen Scheibe trockenes Brot. Quack. Es gibt nur noch eines für mich zu tun. Tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber nun gilt meine Aufmerksamkeit für euch ganz allein. Sie wird ihn verraten. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich war gerade dabei, euch eure Belohnung zu geben. Hey. Mein Imperator? Du siehst, wie Lady Nola einen Gegenstand aus ihrer Tasche holt. Es ist ein Dolch. Der Imperator scheint es nicht bemerkt zu haben. Ja. Sie hat ihn verraten. Ja. Also ist sie nicht wirklich böse? Wer ist sie? Als sich der Imperator Lady Nola zuwendet, zögert sie keine Sekunde. Sie rammt ihn den Dolch mitten in sein Herz. Fassungslos sieht er ihr in die Augen. Ich hab immer noch Hunger. Ist bald vorbei. Ich will was essen. Märkte haben auch nicht ewig offen. No!
ächz, la, aber stöhn, warum? Das wirst du leider nicht mehr erfahren. Oder sie ist wirklich böse und sie will die ganze Macht. Nola? Du hast uns geholfen, aber warum? Bevor Phantomente zum Kriegshelden wurde und das Imperium schuf, herrschen unterschiedliche Menschenclans. Mein Vater war Anführer des Clans der Donnerfaust. Ich war noch sehr klein, als Phantomente unser Dorf einfiel. Er tötete meinen Vater, weil er sich weigerte, sich Phantomente anzuschließen. Ich schwor es ihm heimzuzahlen. Eines Tages würde ich ihn töten und ihm alles nehmen. Sobald ich alt genug war, ging ich in die imperiale Hauptstadt und trat der Armee bei. Und Moment, sie meinte jetzt, der perfekte Augenblick, um ihn zu töten, ist nicht, während sie Beischlaf mit ihm hat oder ihn im Schlaf zu töten, sondern wenn schon alles vorbei ist, er zig Elben getötet und gerade am Höhepunkt seiner Macht ist. Ist das so? Oder wollte sie auch die Elben tot sehen? Wir werden sehen. Bald schon wurde der Imperator auf mich aufmerksam. Über die Jahre gewann ich sein Vertrauen, ja sogar seine Liebe. Es war schwer für mich, so viele Jahre auszuharren und ein Schauspiel zu spielen. Du hast den Imperator also gar nicht geliebt. Ich wusste es. Ich wusste, dass du irgendetwas planst. Wie könnte ich so jemanden lieben? Ein Halbelfen, der meinen Clan ausgelöscht und meinen Vater getötet hat. Obwohl ich gestehen muss, dass ich kurz davor war, meinen Plan fallen zu lassen. Ich entwickelte tatsächlich Gefühle für ihn. Und dann hatte ich Beischlaf. Wieso sollten... Also, ich glaube nicht, dass sie zusammen sein würden, wenn sie das nicht hätten. Aber als er mir sein Geheimnis anvertraute, als er mir sagte, dass er ein Halbelf sei, war alles klar. Er musste sterben. Weil? Ein Halbelf, der die Menschen anführt, wenn das herauskommen würde, ihn zu töten wäre ein Gefallen an die Menschheit. Was? So lange habe ich auf den richtigen Moment gewartet. Doch jetzt endlich, nach so langer Zeit des stillen Leidens, war es endlich soweit. Was? Der heldenhafte Imperator bezwingt die Elben, nimmt Feental ein und dann wird er hinterrücks getötet. Und ich bleibe zurück als die bemitleidenswerte Witwe und alleinige Herrscherin über die freien Lande. Ja, so kann man natürlich auch einen Plot bauen, hä? Denkst du wirklich, die Menschen wollen dich als Herrscherin, wenn herauskommt, dass du ihren geliebten Imperator getötet hast? Was sagst du da? Ich soll meinen geliebten Ehemann umgebracht haben? Das ist eine dreiste Lüge! Denn ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ihr meinen Gatten den Dolch in die Brust gerammt habt. Soldaten, schluchz! Schnell zu mir, diese Verräter haben Wimmer den Imperator getötet! Großvaters Halskette, welche du zu Beginn eures Abenteuers an dich genommen hast, beginnt plötzlich heftig zu pulsieren. Ihr Mörder, was habt ihr nur getan? Dafür werdet ihr bezahlen! Nein, ich lasse dies nicht zu. Because langsam entwickelt sich heftiger Bullshit. Ich muss jetzt etwas dagegen tun. Deus Ex Machina! Was? Großvater, du lebst! Das ist nicht Großvater. Naja, irgendwie schon. Es ist ein Seelenabbild von ihm. Das weiß ich, weil ich Magier bin. Ein Seelenabbild! Wir haben nicht viel Zeit für Erklärungen. There's no time to explain. Aber Daurus hat recht. Ich bin ein Seelenabbild eures Großvaters. Und zwar das Jüngste, das mir zur Verfügung stand. Er hat ein Abbild seiner Seele an diese Halskette gebunden. So. Ich bin nicht euer Großvater, aber ich war einmal ein Teil von ihm. Ich bin hier, um euch den rechten Weg zu weisen. Euer Schicksal erwartet euch bereits. Das Spiel ist vorbei. Hallo, du kommst ein bisschen spät. Es ist doch vorbei, oder? Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann dich nicht mehr lange aufhalten. Hallo? Ihr müsst die freien Lande verlassen. Ihr müsst den weit entfernten Kontinent Mirast und euer Volk die Amare finden. Warum? Ich habe euch ein Portal geöffnet. Teleportieren, Magie, okay. Es bringt euch zurück nach Zand. Und nicht nach Mirast. Weil, ist viel zu weit weg. Nach Zand? Ihr werdet zu Kapitän Pum... Es ist nicht vorbei! Zu Kapitän Popan gehen, er wird euch nach Mirast bringen! Kapitän Popan weiß, wo Mirast liegt! Das ist ein Kontinent, kann man nicht übersehen! Sein Vater war der Kapitän des Schiffes, welches euch in die freien Lande brachte. Gut, dass die Soldaten nichts machen. Und es ist auch schön, dass den Soldaten verraten wird, wo die jetzt hinwollen. Und auch Nola. Ich bin sicher, Kapitän Popan wird euch helfen, nach Mirast zu kommen.
Du sprichst nur von uns? Was ist mit dir? Mit mir? Ich bin nur ein Seelenabbild, erschaffen, um euch in größter Not beizustehen. Vielleicht kann er aber auch nur zu Ihnen sprechen, obwohl ja nur einer das Medaillon trägt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihn jeder hören kann. Ihr müsst euch jetzt beeilen, meine Zeit ist bald abgelaufen. Ich werde schwächer und schwächer. Ich auch, ich will langsam mal was essen und anscheinend muss ich das sogar vertagen. Nicht das Essen, aber das Spielen. Ihr müsst nach mir reisen, ihr müsst euer Volk finden. Dies ist euer Schicksal. Großvater, meine Kraft, sie lässt keuch nach. Ich werde schwächer, ihr müsst gehen. Jetzt! Großvater hat recht, komm schon, seufz. So hätte ich ihn mal nennen sollen. Wir müssen hier verschwinden. Ja, Schluck, ich weiß, gehen wir. Großvater Festus, es war mir eine Ehre. Und niemand tut was dagegen. Wahrscheinlich stecken wir wirklich in der Zeitschleife. Großvater, danke für alles. Ich werde dich niemals vergessen. Das ist ein Seelenabbild. Großvater, schluchz, ich. Ich kann keine Emotion hineinlesen, wenn da sowas steht wie Schluchz und Keuch. Ich weiß, mein Junge. Geh jetzt, es ist Zeit. Ich bin stolz auf dich. Du bist der Beste. Bring mir was Schönes mit. Bezahlen! Oh, war wirklich eine Zeitschleife. Was? Wo sind die Mörder hin? Sie haben sich einfach in Luft aufgelöst. Also wissen sie doch nicht, wo sie hin sind. So ein Glück, das würde ja Konflikte bedeuten. Ich habe so das Gefühl, dass wir diese Feigenmörder nicht mehr wiedersehen werden. Denn sie haben sich in Luft aufgelöst. Bringt den Leichnam meines geliebten Mannes zurück nach Zand. Ja, mein Imperatrix. Heißt das dann so? Klingt wie auch Asterix und Obelix. Das Portal brachte uns nach Zand und wie Großvater es gesagt hatte, half uns Kapitän Boban dabei, nach Miras zu segeln. Er kannte diesen Ort aus den Erzählungen seines Vaters, doch trat er selbst noch nie die Reise auf diesen unbekannten Kontinent an. Deswegen waren seine Vorbereitungen, nehme nur einen Matrosen mit. Sein Vater hinterließ ihm eine alte Seekarte, auf welcher der Kontinent Miras verzeichnet ist. Kapitän Boban war zuversichtlich, dass wir Miras erreichen würden. Oder ist doch vorbei. Ah, das Schiff, das sich mal wieder nicht bewegt. Mir kann keiner sagen, dieses Segelschiff, hier noch ein Argument einfügen. Ich wollte jetzt nur auf das Segelschiff kommen. Die Segel sind eingeholt. Da segelt nichts. Und das Wasser bewegt sich auch nicht. Und wir befinden uns immer noch in Strandnähe, denn die sind überall Möwen. Das war auch schon beim letzten Mal so. Die Reise dauert schon sehr lange und obwohl ich nicht alleine bin, fühle ich mich dennoch einsam. Land ist jedoch bereits in Sicht. Es ist das gleiche, das ich schon seit Wochen sehe. Großvater war tot, die Elben von den Menschen vernichtet. Lorin, seufz. Ich vermisse dich. Daurus liest ständig in dem verbotenen Buch der Daurus liest ständig in dem verbotenen Buch der Älteren. Er hat das Fremos während unseres Kampfes abgenommen. Natürlich. Natürlich hat er das. Mit seinen Gummiarmen. Keine Ahnung, wie er das angestellt hat. Wahrscheinlich wegen Bullshit. Er hat es mit Bullshit gemacht. Deus Ex Machina. Und wie man das Ganze sonst noch nennen möchte. Eike spricht nicht mehr viel in letzter Zeit. Ihn kann sowieso niemand leiden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er bereut es, uns damals in Primm geholfen zu haben. Primm! Es scheint, als wäre all dies schon eine Ewigkeit her. Leiten sich! Das muss Mirast sein da! Mirast. Wir haben es tatsächlich geschafft, doch irgendwie fürchte ich mich vor dem, was uns dort erwarten wird. Kapitän Boban ankert das Schiff vor einer Hafenstadt. Aus ihrer steigt Rauch auf und man kann Schreie von Menschen hören. Ah! Oh Gott, ein Schiff! Ich ahne Schlimmes. Schnappt sie euch! Ihr habt General Landu gehört. Keiner von diesem Pack soll überleben. Das Zeitalter der Amar endet heute. War bitte, warum tut ihr das? Wir haben doch nichts getan.
Euer Volk ist eine Gefahr für die Menschen in Mirast. Ihr habt das Kaiserreich lange genug vergiftet. Nein, bitte. Bah. Passiert das jetzt gerade? Ja. Was in aller Welt geht hier vor? Ja, frag ich mich auch. Das muss ja... Also der Imperator kann nichts damit zu tun haben, denn es ist ein völlig anderer Kontinent. Ganz anderer Herrscher. Ich kenne diesen Ort. Das ist wie in meinem Traum. Da ist noch einer von diesen Bastarden. Wollte dich verstecken. Was? Es gibt keinen Kommen. Was ist das? Ich fühle mich so schwach. Ich gar nicht... Zion! Die Klinge des Soldaten, die dich hätte treffen sollen, bohrt sich stattdessen durch Eikes Brust. Ja gut, dann sterben sie halt alle. Ork! Eike, nein! Der kommt wahrscheinlich in Dark Age 1 überhaupt nicht vor und muss deswegen jetzt eliminiert werden. Du Bastard! Da ist auch noch einer, ihr könnt mir nichts anhaben! Amar-Abschaum! Woran erkennt man eigentlich die Amar? Aber ich kann! Was passiert hier? Der Pfeil der Fremden trifft den Soldaten mit voller Wucht und bohrt sich durch die Rüstung direkt in sein Herz. Der Soldat ist sofort tot. Ich glaube, dass es langsam zum Roman mutiert. Wer bist du? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen hier verschwinden, und zwar jetzt. Eike, warum hat er... Wie konnte das nur geschehen? Er hat mir das Leben gerettet und ich bin einfach nur dagestanden. Es war, als hätten mich alle Kräfte verlassen, was sie auch haben. Ich konnte nichts tun. Es ist nicht deine Schuld. Irgendetwas stimmt hier nicht. Auch ich fühle mich schwach. Zu schwach, um Zauber zu wirken. Ah, wir werden jetzt auf Level 1 zurückgestuft. Das heißt, es ist wirklich gleich vorbei. Kannst du ihm denn nicht helfen? Verstehe doch, es geht mir wie dir. Ich kann nichts tun, es tut mir leid. Kommt hierher, ich glaube, es sind noch ein paar. Wir müssen weg, bevor noch mehr von den Soldaten kommen. Ich kann nicht alle besiegen. Folgt mir. Ja, aber was ist denn los mit euch, wenn ihr bleibt, wenn die Soldaten euch töten? Ihr seid jetzt nur noch Level 1. Eure Kräfte nutzen euch hier nichts, weil... Magie. Ihr müsst mir vertrauen, ich erkläre euch alles später. Kommt, jetzt Beeilung. Eike, es tut mir leid. Lasst uns gehen, wir müssen der Frau folgen. Oh nein, Eike ist tot. My feelings. Das Schicksal meint es nicht gut mit uns. Großvater, Lorin, dann die Elben von Feenthal und jetzt auch noch Eike. Oh nein, die wertvollste aller Persönlichkeiten. Wisst ihr, wir sind jetzt bei sicherlich schon 14, vielleicht sogar 15 Stunden und mir gehen sämtliche Charaktere noch immer am Arsch vorbei. Menschen, so langsam beginne ich sie zu hassen. Ich habe ja nur mein ganzes Leben lang unter ihnen gelebt. Und sie haben mir nie irgendwas getan. Hätte uns die Fremde nicht geholfen, wären wir wahrscheinlich jetzt auch tot. Keine Ahnung, wer sie ist, aber sie hat uns das Leben gerettet. Sie brachte uns in eine versteckte Höhle in der Hafenstadt. Hier sind wir vorerst sicher. Mein Name ist Branka. Das ist die ausgeschmückteste versteckte Höhle, die ich je gesehen habe. Also, dann mal raus mit der Sprache. Wer seid ihr? Ich weiß, dass ihr zwei dem Volk der Amar angehört. Was? Aber wie erkennst du das? Wenn man weiß, worauf man achten muss, kann man einen Amar von einem Menschen sehr leicht unterscheiden. Erkläre? Aber ihr seid nicht von hier... Achso, keine Erklärung. Na dann. Aber ihr seid nicht von hier, oder? Sie haben nämlich eine etwas größere Schuhgröße. Ich habe gesehen, wie ihr mit dem Schiff, welches von der Stadt ankert, gekommen seid. Darus erzählte bereitwillig alles über unser Leben und unsere Reise. Über Großvater und unsere wahre Herkunft, das Imperium, der Vernichtung der Elben und über unsere Flucht. Branka lauschte sehr interessiert den Worten meines Bruders. Bei mir kamen durch die Erzählungen meines Bruders schmerzliche Erinnerungen hoch. Ihr seid Moralak und Tiarim. Ihr seid leider zu spät. Seufz. Ah, auch das hat sich hier durchgesetzt. Euer Volk, die Amar, sie sind tot. Seit wie lange schon? Sollten die nicht schon vor Ewigkeiten ausgelöscht sein? Laut dem Tempel? Warum überrascht mich das nicht? Was sagst du da? Die Amar herrschten bis vor kurzem noch über Mirast. Doch sie wurden von den Menschen hintergangen. Die Menschen? Aber warum? Sind die Amare nicht ein friedfertiges Volk? Das ist wahr, deshalb war es auch so leicht für General Landu, sie zu hintergehen.
Ich bin zwar auch ein Mensch, aber ich war den Amar immer treu ergeben. Sie haben uns zu Wohlstand und Macht verholfen. Was ist geschehen? Die Amar herrschten über Mirast. General Landu war der Auffassung, die Menschen bräuchten die Amar nicht mehr. Er sagte, die Amar würden die Herrschaft über Mirast nie wieder an die Menschen abtreten. Natürlich war das Unsinn, dennoch fand er viele Anhänger. Er erschuf mit Hilfe der Schmieden der Amar mächtige Runen, die Magie unwirksam machten und die Amar schwächten. Er platzierte die Runen um die Hafenstadt und durch eine List brachte er die Amar dazu, hierher zu kommen. Ach so, und dann wurde jeder schwächer. Als die Amar begriffen, dass sie in eine Falle der Menschen getappt waren, war es bereits zu spät. Ohne ihre Magie waren sie machtlos. Sämtliche Amar kamen hierher. Das ist also nicht direkt eine Amar-Stadt, oder habe ich das jetzt missverstanden, weil ich nur zur Hälfte zugehört habe, weil ich endlich mal ein Ende des Spiels sehen würde? Der General zwang sie jahrelang dazu, hier zu leben. Jeder Amar, der den Runen zu nahe kam und die Stadt verlassen wollte, seufzt. Also leben die doch hier. Wurde gefasst und öffentlich hingerichtet, aber unter den Amar gab es eine Geschichte. Sie besagt, dass es einem Paar gelungen ist, ihre zwei Kinder Muralak und Tiarim in Sicherheit zu bringen. Es heißt, eines Tages würden sie nach Miras zurückkehren und die Amar retten. Doch ihr seid zu spät. Tja, tolle Prophezeiung. Vermutlich seid ihr die einzigen Amar, die noch leben. Die Soldaten haben heute Morgen begonnen, die Stadt zu stürmen und die Amar endgültig zu vernichten. Nein, nein, das kann einfach nicht wahr sein. Die Einzigen, alle sind tot, die Menschen. Frimus hatte recht, sie kennen nur Verrat, Krieg und Tod. Seufz. Ich weiß, ihr seid hier, weil ihr gehofft hattet, eure Eltern und euer Volk zu finden. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, warum wir hier sind. Es tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten für euch habe, aber wir müssen jetzt schnell handeln. Eigentlich sind wir nur hier, weil der Großvater das sagte. Ich werde handeln, ich werde diese Bastarde alle abschlachten. Our Hero. Sei kein Narr, hast du mir denn nicht zugehört? Du würdest sterben, sobald du einen Fuß raussetzt. Ihr seid einfach zu wichtig, hört mir jetzt gut zu. Ich habe euch nicht ohne Grund hierher gebracht. Mann! Der Spiegel hinter mir ist kein gewöhnlicher Spiegel, man kann ihn als Portal nutzen. Er bringt euch in die Winterlande. Einige der Amar wollten ihn zur Flucht nutzen, aber niemand hat es bisher geschafft. Seufz! Die Winterlande! Schneeelben leben dort. Ich habe gehört, wie die Amar darüber sprachen. Ich bin mir sicher, sie werden euch helfen. Du willst, dass wir fliehen wie Feiglinge? Dieses hat nichts mit Feigheit zu tun. Was willst du hier noch erreichen? Du hast es gehört, die Amare sind tot. Es gibt nur noch uns zwei. Aber ich muss mal was Positives sagen. Das Spiel erzählt endlich mal was. Es nimmt sich auch Zeit, um was zu erzählen. Das kommt ein bisschen sehr spät. Deswegen stapelt sich jetzt wahrscheinlich alles. Ich weiß es nicht. Wenn wir da jetzt rausgehen, sterben wir. Oder hast du etwa vergessen, wie schwach du da draußen warst? Hast du vergessen, dass Eike sich geopfert hat, damit du leben kannst? Willst du, dass seine Tat umsonst war? Bruder, hör auf mich, wir gehen in die Winterlande, erholen uns, werden stärker, schmieden Pläne und schaffen neue Bündnisse. Ja, ja, Dark Age 1, ja, ja. Vergiss nicht, wir haben das verbotene Buch der Amare, gib mir nur Zeit. Natürlich haben wir das. Weil er das in Dark Age 1 hat. Gib mir nur die Zeit und ich mache uns unbesiegbar, wir werden unsere Rache bekommen. Wir werden sie alle abschlachten. Muhahaha, muhahaha, muhahaha. Hör auf deinen Bruder, das Geschlecht der Amare darf nicht aussterben, ihr müsst leben. Geht jetzt, durchschreitet den Spiegel. Also Moment mal, wenn das jetzt hier die Ausgangsstellung für Dark Age 1 ist, gehe ich mal davon aus, dass Lorin so oder so auf irgendwelche Art und Weise gestorben wäre. Kommst du nicht mit? Nein, sobald ihr durch den Spiegel gegangen seid, zerstöre ich ihn. Ich muss sicher gehen, dass euch niemand folgen kann. Sorgt euch nicht um mich. Bitte geht, die Soldaten können diesen Raum jeden Moment finden. Ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Die könnt auch einfach mitkommen. Na gut, wir gehen. Ach, weil man könnte ihn sicherlich auch von der anderen Seite her zerstören. Aber dann würden wahrscheinlich nicht alle anderen Spiegel kaputt gehen. Na gut, ich verstehe das. Na gut, wir gehen, aber sei versichert, eines Tages werden wir zurückkehren. Wir durchschritten den Spiegel. Es dauerte nur einen kurzen Moment, doch es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Zumindest laut dieser Erzählung, man muss es ja nicht darstellen. Erinnerungen an unserer Reise kamen hoch. Erinnerungen an Großvater, Erinnerungen an Eike, die jetzt nicht so vielfältig waren, aber sie waren da. Lorin, seufz in Klammern. Ich würde alles geben, wenn sie nur bei mir sein könnte. Da, ich habe ihm ein richtiges Seufzen gegeben. Menschen, egal ob in den freien Landen oder hier in Mirast, sie verursachen nur Tod und Leid. Sie haben mir alles genommen. Ich werde zurückkommen und sie bestrafen für das, was sie getan haben, egal wie lange es dauern mag. Ist das vielleicht die Vorgeschichte des Antagonisten in Dark Age 1? Ich dachte immer, ich sei einer von ihnen, ein Mensch. Doch das bin ich nicht. Ich bin ein Amare. Ich bin Muralak. Ja, das ist die Vorgeschichte des Antagonisten. Es klingt schon wie ein antagonistischer Name. Muralak. Ende! Ist
Ist zumindest mal eine schöne Idee, die Vorgeschichte des Antagonisten zu spielen. Nur gab's nicht wirklich einen guten und langen Aufbau dahin? Warum haben wir jetzt eigentlich Black Screen? Das kam jetzt so auf... In der letzten Stunde kam diese Erleuchtung. Hallo? Passiert noch was? Credits? Ich höre nur Musik, das ist alles? Spiel ist aber die ganze Zeit aktiv. Ich hab kein Bild. Ich glaube, da sollte Bild sein. Gut getestet oder ist das Absicht? Dient das der Atmosphäre? Ist Black Screen Atmosphäre? Oh, es ist keine Absicht. Wer weiß, wie lange wir das schon konnten. Eike lebt! Hurra! Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als... Wenn hier sowieso nichts mehr passiert. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde euch das in aller Gänze hochladen, als ein Video, als großes Finale, denn es hängt hier irgendwie alles zusammen. Aber das wisst ihr sowieso, denn das ist ja jetzt schon oben. Und ich werde jetzt endlich mal einkaufen gehen können und was essen können. Und ja, ich werde zu diesem Spiel auch noch ein Fazit abgeben. Nur nicht gerade jetzt, denn ich muss meine Gedanken dazu noch zusammenbündeln, damit ich jetzt nicht irgendwie aus emotionalen, mit emotionalen Argumenten spreche, sondern mit Fakten, Fakten, Fakten. Naja, so wahrscheinlich auch wieder nicht. Wie hat's euch gefallen? Ja, nein, vielleicht, was sind so eure Gedanken? Die gebt ihr ja sowieso schon die ganze Zeit ab und das finde ich sehr, sehr gut, denn ich lese eure Meinung zu diesem Spiel sehr, sehr, sehr gerne. Und ganz gut, dass wir das jetzt geschafft haben, nach fast 15,5 Stunden. Yippie. Ja. Gut, also das war's dann von diesem Projekt. Wir haben es geschafft. Hinter dem Horizont Dark Age 2, nicht Dragon Age 2. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei irgendeinem Projekt von natürlich mir, denn ich bin der beste YouTuber. Vor allen Dingen, wenn das Mikrofon knackt. Ja, also schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Projekte, wo auch immer, auf YouTube, Twitch, denn da passiert auch gelegentlich mal was. Denn dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Hier passiert nichts mehr, oder? Ne. Geil. Hunger.